Also nee, hier ist keine Kuhherde zu verzeichnen. Auf euren Befehl! Das Gebiet hat auch keine Kühe. Nein, das sind meine Schafe. Verstanden! Da auf der Seite des Flusses gab es wirklich nur die Schafe. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Die kommen ja, die kommen ja. Das Lagerhaus ist voll. Jawohl! Wie ihr wünscht. Sofort! Habe ich jetzt eigentlich eine dritte Schafsherde gekauft? Nein, noch nicht, gell? Nein. Alles klar! Dann kaufe ich die jetzt erst einmal. Da ist die da sind die zwei Schafsherden schon mal. Und die haben mal wieder beide hinterherhinkende Schafe. Die sind aber, müssten aber schon unterwegs sein. Na, eins steht da rum. Schon unterwegs! Hi. Bei der eine Schäfer muss immerhin die beiden Weber versorgen. Hab ich jetzt? Wie ihr wünscht! Jawohl! Ja, ich hab. Gut. Auf euren Befehl! Jawohl! Sofort! Ist nur die Frage, wo ist der Transport dafür, wenn ich da noch eine Schafsherde jetzt gerade gekauft habe? Sofort! Ach, da ist er unterwegs. Gut. Das heißt, Lagerhaus ausbauen. Dafür haben wir das Geld. Sofort! Und dann nochmal umgucken nach Kühen. Also die beiden Territorien werden wir auf jeden Fall noch einnehmen. Ja, und die brauchen Wolle. Dafür müssen die da unten mal anfangen. Hier sind Hügelgräber. Ei. Von denen wollen wir nichts. Alles klar. Nahrung und Klamotten halten sich so gerade. Ach ja, ihr müsst darauf warten, dass die Schafe. Das ist jetzt halt auch das Problem. Die Schafe kriegen sehr langsam Wolle im Winter. Oh, hier wären noch zwei Kühe. Jawohl! Jawohl! Sofort! Als nächstes hätte ich aber erstmal gern das Territorium. Kirche ausbauen für ein paar mehr Sitzplätze wäre auch keine schlechte Idee und auch für ein höheres Siedlerlimit. Fürs Erste. Da hinkt immer noch ein Schäfchen hinterher. Da sind vier, da ist das letzte verlorene von der anderen Kuhweide. Ja, und ich mag das, den Stil von Siedler 6 ganz arg. Wenn man sich hier so die Häuschen an Dörfchen ansieht, da mit ihren Schafsweiden, ihren kleinen Gebäuden und den Lagerhäusern. Und wir kriegen die erste Wolle. Sehr gut.
Also ja, die Kirche wird ausgebaut. Das heißt, wir können dann da auch gleich wieder eine Messe abhalten. Wir können... Ein Karren wurde ausgesandt. Überschüssiges Holz verkaufen. Für mehr Geld. Wir könnten auch theoretisch Steine verkaufen, weil wir erschließen einen zweiten Steinbruch. Ein Karren wurde ausgesandt. Also verkaufen wir einfach mal Stein. Ja, zum Thema Holz. Nicht zum Thema Holz, zum Thema Eisen. Schwertschmiede. Eisen könnten wir dann auch verkaufen, wenn wir dringend Geld bräuchten. So, rufen wir mal wieder zur Messe die Leute. Die Weber warten eh darauf, dass die erste Ladung an Wolle kommt. Es fehlt immer noch ein Schäfchen. Da ist mein letztes verschollenes Schäfchen. Also ja, die drei Territorien muss ich noch einnehmen. Auf jeden Fall. Ja, es gibt nicht genug Sitzplätze in der Kirche und so lange stehen halt die Leute auch vor der Kirche herum. Und arbeiten nicht viel. Da kriegen wir Geld vom Steuereintreiber und von unseren Handelsbeziehungen. Und wir kriegen diesmal 75 Gold durch die Messe. Ich glaube 5 Gold pro Siedler, der an der Messe teilnimmt. 15, ja, sind 75. Ist nicht viel, aber es hilft uns auf jeden Fall. Und da kommt dann noch das restliche Geld, was wir brauchen. So, das war das Geld aus der Messe. Solltet ihr dann die ersten Wollklamotten am Herstellen sein, seid ihr auch gut. So, Schwerter werden hergestellt. Das heißt, eine Kaserne. Hier hin. Verstanden. Und Geld für den Außenposten haben wir jetzt auch. So. Ich sammle Steuern ein zum Wohle aller. Mal sehen, wer heute Einnahmen hatte. Ja. Ja, ist ja nicht so, als ob ich das Geld horte bis zum geht nicht mehr. Ich steck's auch immer wieder in meine Wirtschaft und meine Siedler rein. Und mein Militär. Damit könnte ich übrigens die Siedler jetzt auch ein bisschen glücklicher machen, indem ich mein. Wobei. Im Augenblick sollten wir das lassen. Sind zwar jetzt nur 4 Gold mehr, also 50% mehr. Aber da Goldmangel bei uns eh so ein kleines Problem darstellt.
So, den Trupp können wir jetzt nachrüsten. Jetzt brauchen wir schon wieder 12 Gold. Statt 8. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jo, wir haben das Territorium. Das heißt, wir können uns hier Stein und Wind holen. Upsala. Da bin ich wieder aus dem Bildschirm rausgekommen. Und ich kann sogar uns hier an die Hauptstraße anschließen. So, das da oben zumachen. Auf euren Befehl! Sofort! Jawohl! Und wir können auch gleich das nächste Territorium noch einnehmen. Kommen wir nämlich an die Kühe. Wir können auch hier unten eine Verbindungsstraße zwischen den Territorien errichten. So, was machen unsere... Oh, wir haben die Wolle, die wir brauchen. Ja, ja. Also wir haben die Klamotten, die wir brauchen. Flup, flup. Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch den Konsum von Wollkleidung freigeben. Können hier eine Kuhweide errichten. Die beiden ausbauen. Ja. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, damit haben wir die Kühe für die Kuhweide. Ja, die Verbindung. Meine Milchbauern, fehlt es an Kühen. Auf euren Befehl. Fehlt eigentlich nur noch das Gebiet da. Ja, wir warten noch, bis das, bis die Wollkleidung abgegeben wurde. Dann gucken wir mal, was sie als nächstes brauchen. Mein Freund, die Kleidung, die ihr geschickt habt, kam gerade recht. Ja. In der großen Höhle westlich von hier leben riesige schwarze Bären. Diese wilden Bestien sind mit großem Hunger aus dem Winterschlaf erwacht und bedrohen nun unser Dorf. In der Nähe der Höhle ist eine Feuerstelle. Wenn ihr dort ein Feuer entzündet, könnt ihr die Bären ausräuchern. Also die nächste Mission ist es, Bären auszuräuchern, die den Honig da bedrohen auch. So, du jetzt aber erstmal wieder hierher zurück. Na komm, Klamotten sind jetzt vorhanden, also holt sie euch.
Ja, wir sollten auf jeden Fall auch noch ein paar Bogenschützen uns erst holen. Die beiden Gebäude ausbauen. Ich würde sagen, wenn Thordal wieder hier ist, dann tun wir einen Quick Save machen. So. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.